Servus liebe Dutch Oven Freunde und willkommen. Heute geht's Richtung Istrien bzw. Kroatien. Wir werden heute Pasta machen, die ich in meinem Urlaub kennenlernen durfte, und das Rezept möchte ich euch auch näher bringen. Und was wir dafür alles brauchen, wie wir das machen, seht ihr jetzt nach dem Intro. Viel Spaß! Leute, Anfang der Woche war es soweit, die 20.000 Abonnentenmarke in YouTube wurde geknackt. Ich bin stolz wie Bolle und das alles ist natürlich nur möglich durch eure Unterstützung und euren Support. An dieser Stelle möchte ich vielen herzlichen Dank an euch dafür aussprechen, dass ihr mich immer so fleißig unterstützt, meine Videos liked und kommentiert. Wird sicherlich nicht das Ende meines Kanals sein, es geht straight on und wir machen da einfach weiter. Also in diesem Sinne noch einmal vielen, vielen herzlichen Dank an alle Abonnenten, die meinen Kanal abonniert haben und mich so fleißig unterstützen. Ihr seid die allerbesten. Ja, und dann kommen wir wieder zum Tagesgeschäft. Und im Intro habe ich es ja erwähnt, wir werden heute so eine kleine Pasta-Variante machen aus der Istrien-Gegend, aus Kroatien. Und was wir dafür alles brauchen, das schauen wir uns jetzt hier im Einzelnen einmal an. Wir brauchen heute Spaghetti, das sind 500 Gramm und die sind bereits vorgekocht auf Stufe al dente, also bissfest. Dann haben wir hier Rucola-Salat, wir brauchen etwas Milch, Creme Fraiche, Sahne, dann haben wir hier Knoblauch, wir haben Bacon. Zum Würzen brauchen wir meinen Medicopter, das mediterrane Dutch Ofengewürz. Hier haben wir noch ein bisschen Schmelzkäse, eine Basilikumpaste und hier haben wir getrocknete Tomaten. Es kommt nicht oft vor bei McAllister, aber heute ist tatsächlich schon mal alles vorbereitet und alles schon klein geschnippelt. Das heißt, keine Vorbereitungsarbeiten. Wir können direkt mit dem Brutzeln anfangen. Dennoch sei gesagt, das Rezept und die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Infobox. Und ich baue jetzt hier schnell mein Setup auf und dann geht es auch schon gleich los. In den letzten Videos habe ich ihn ja jetzt schon öfter verwendet und heute ist es genauso, der Hockerkocher von Barbecue Toro. Das ist momentan mein Lieblingsspielzeug, richtig schön einfach und angenehm damit zu kochen. Und ihr könnt das Ganze natürlich auf Kohle zubereiten. Zubereiten werden wir unsere Pasta heute auch im Dutch Oven. Ihr könnt da auch eine Gusspfanne nehmen, aber bei mir ist sicher sicher, weil wir haben ja doch eine große Menge an Nudeln. Und in der Pfanne weiß ich nicht, ob wir das alles reinbringen und das dann nicht wieder überschwappt. Deswegen heute einfach auf Nummer sicher den DO6 und ja, dann hätte ich gesagt, wir starten einfach mal durch. Ich mache den Hockerkocher an und wir fangen gleich an mit dem Brutzeln. Im Step 1 werden wir uns unseren Bacon hier erst einmal schön auslassen, dass wir da ein bisschen Fett bekommen, wo wir dann auch noch unseren Knoblauch anbraten können. Alternativ könnt ihr natürlich auch so etwas Öl dazu geben. So wie bei mir. Ich habe hier meine getrockneten Tomaten, die waren in Öl eingelegt und habe auch schon klein geschnitten. Die geben wir jetzt hier auch gleich mit dazu. Und da ist noch ein bisschen Restöl dran. Und da schauen wir, dass wir einfach ein bisschen Farbe drauf bekommen. Während das jetzt alles hier anschmuggelt, möchte ich kurz eine kleine Geschichte dazu erzählen. Und zwar kenne ich dieses Gericht aus meinen Urlauben aus Kroatien. Ob jetzt eine Abstammung aus Italien ist oder aus Kroatien oder wo auch immer her, das weiß ich nicht. Die heißen auch in Kroatien nur Spaghetti mit Rucola. Ich habe das Ganze jetzt einfach mal Spaghetti Istrien getauft oder irgendwie so in der Art. Werdet das sehen, wenn das Video dann heraus ist. Und ja, so viel einfach mal dazu. Also ist an Einfachheit, Simpelheit, wie man auch immer das sagt, nicht zu übertreffen. Das ist ganz puristisch einfach gehalten, aber geschmacklich wird euch das so von den Socken hauen, da werdet ihr begeistert sein. So, und jetzt ist dann auch der Augenblick, wo wir unsere Knoblauchzehen hier dann mit dazugeben werden. Die Tomaten, der Bacon und der Knoblauch haben dann alle leicht Farbe bekommen und das reicht dann auch so. Und jetzt werden wir unsere Milch und unsere Sahne hinzugeben und das Ganze einmal ablöschen. Die Creme Fraiche werden wir auch gleich mit dazugeben. Genauso wie unseren Schmelzkäse.
Und das Ganze wird jetzt einfach mal verrührt und erwärmt, bis das alles so leichtes Köcheln anfängt. Und dann schauen wir weiter. Als nächstes geben wir uns dann unsere Basilikumpaste hinzu. Die ist komplett selber gemacht, ist eigentlich super einfach. Ihr nehmt euch einen Bund Basilikum, so einen Stock, wie ihr euch im Supermarkt kaufen könnt, pflückt euch alle Blätter von diesem Stock ab, zermörset die einfach, gebt ein bisschen Olivenöl mit dazu, würzt es ein bisschen mit Salz und schon ist eure Basilikumpaste fertig. Geschmacklich ist es eine absolute Wucht und die geben wir jetzt hier mit hinein. Und die werden wir dann auch erst einmal schön untermengen und gleich kriegt das Ganze auch eine schöne Farbe. Oh, und so Basilikum riecht halt einfach immer geil. Da der Basilikum allein aber nicht reicht, haben wir jetzt noch den Medikopter und da gibt er auch eine großzügige Portion mit dazu, dass wir da richtig schönen mediterranen Geschmack mit dran bekommen. Ihr schmeckt das Ganze jetzt einfach mit Salz und Pfeffer nach Belieben ab. Seid aber vorsichtig mit dem Salz, denn unsere getrockneten Tomaten und der Bacon und der Medikopter, die haben schon jeweils Salz-Intus gehabt und da könnt ihr euch das Ganze relativ leicht versalzen. Auch in der Basilikumpaste war schon Salz. Also von dem her denke ich, wir werden hier keins mehr brauchen, aber ein bisschen Pfeffer werden wir noch dazugeben. Und dann ist jetzt auch schon der Punkt, wo wir unsere Spaghetti dazugeben werden. Wie erwähnt, die sind al dente gekocht. Wenn ihr richtig Bock habt, könnt ihr das Ganze auch als komplette One-Pot-Variante gestalten. Da müsst ihr aber aufschauen, dass ihr da einiges mehr an Flüssigkeit dazu gebt. Also One-Pot im Sinne von, wenn ihr eure Spaghetti jetzt hier drinnen kochen würdet. Deswegen habe ich die Variante gewählt, dass ich die einfach schon vorgekocht habe. Und ob man sich da wirklich dann so viel Milch oder Sahne, was auch immer, dann hier mit reinkippen möchte, das ist mir zu tricky. Kann man sicherlich mal ausprobieren, aber diese Variante hier war mir die liebere. Und hier könnt ihr jetzt sehr gut sehen, wie die Spaghetti unsere Soße hier richtig schön aufsaugen. Genauso sollte es sein, also durch das, dass dann noch dieser ganze Stärkefilm an den Spaghettis außen dran war, haftet die Soße natürlich wie ein Kleber an den Spaghettis und genauso sollte das sein. Und dann haben wir jetzt als letzte Zutat noch unseren Rucola und der wird hier auch mit untergehoben und der sorgt nochmal für die richtig geile herbe Note, was dieses Gericht für mich auch so richtig ausmacht. Und dann ist unser Gericht auch schon am Ende. Und hier dann das finale Bild von unserem Töpfchen, also richtig, richtig geil und ich fange jetzt gleich hier das Sabbern an. Dann geben wir uns was auf unseren Teller und wir werden probieren. Und dann werden wir uns ein großzügiges Portionchen hier in unseren Teller geben. Wer möchte, kann sich jetzt hier noch ein bisschen Parmesan mit drüber geben. Ich werde einfach noch ein paar Rucola-Blätter mit drauf geben und das Ganze mit etwas Pfeffer garnieren. Und dann sind unsere Pasta fertig und wir probieren das Ganze. Und dann, liebe Freunde, heißt es guten Appetit. Wir werden uns hier Gabel nehmen. Jawohl. Also, Freunde von richtig gutem Geschmack werden hier absolut auf ihre Kosten kommen. Pasta-Freunde sowie Liebhaber der mediterranen, istrischen Küche, wie man auch immer das bezeichnen kann, die werden hier richtig, richtig Freude dran haben. Ich kenne das Gericht ja schon, von dem her ist es für mich jetzt nichts Neues, aber Leute, die das noch nie zuvor gegessen haben, die kann man damit definitiv beeindrucken. Auch Freunde, wenn er da dieses Gericht serviert, die werden wahre Freude an diesem Gericht haben. So super puristisch einfach wie diese Pasta. Einfacher geht es einfach kaum mehr, etwas zuzubereiten und dennoch bei vollem Geschmackserlebnis. Freunde, ich bin mega begeistert und kann euch diese Pasta einfach nur ans Herz legen. Möchte in diesem Sinne dann auch zum Schluss kommen. Ich hoffe, das kleine Video hat euch soweit gefallen. Wenn es so war, gebt mir den Daumen nach oben, einen freundlichen Kommentar. Solltet ihr nur keine Abonnenten sein, hier oben könnt ihr das gerne jederzeit nachholen. Und dann bin ich raus. Wir werden jetzt den 30 Grad heißen Tag hier noch vollenden und genießen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Danke fürs freundliche Zusehen. Euer McAllister. Macht's gut. Ciao.